Sie haben ja der ÖVP ein Ultimatum gestellt und dann gab es ja eine wirklich veritable Regierungskrise, wo viele sagen, an der waren ausschließlich Sie schuld, weil Sie da eine Inszenierung gepflegt haben. Wie sehen Sie denn das? Naja, waren wir wirklich knapp an Neuwahlen oder war das eine Christian-Kern-Show? Na, die vielen, die das gesagt haben, sind natürlich in der ÖVP gesessen, aber der Punkt ist jener gewesen. Wir haben jetzt erlebt gehabt im Jahr 2016, dass wir, glaube ich, eine Reihe von guten politischen Projekten umgesetzt haben. Der Punkt ist gewesen, dass wir uns das selber immer wieder zerredet haben. Egal, ob das die Ganztagsschulen gewesen sind zum Beispiel oder die Investitionspakete für die Klein- und Mittelbetriebe. So, und mein Punkt ist gewesen, dass ich nach der Plan A-Präsentation, wo ich gesagt habe, das ist unsere Vision für Österreich, so wollen wir das Land in den nächsten 10 Jahre führen, wir eine Grundlage geschaffen haben, die ja keine SPÖ-Grundlage war, sondern das war ein rot-weiß-roter Plan. Da sind sehr viele Punkte drinnen gewesen, die für viele Parteien in Österreich... Zu dem kommen wir gleich. Aber nein, die Frage ist, waren wir ganz knapp an der Neuwahl oder waren wir nicht knapp an der Neuwahl? Es tut mir leid, das Leben ist nicht immer nur so schwarz und weiß. Ich meine, diese Regierung doktert oder dilettiert, muss man fast sagen, jetzt 5 Jahre am Breitbandausbau herum und geschehen ist absolut null. Ich glaube, es ist noch nicht einmal die Leerverrohrung wirklich begonnen, geschweige denn, dass dort schon ein Breitband wäre. Also erstens einmal, da widerspreche ich Ihnen vehement. Gibt es die Leerverrohrung schon oder gibt es die Leerverrohrung noch immer nicht? Dieser Rollout, dieser Projekt, der läuft die ganze Zeit. Da gibt es mittlerweile... Katastrophal, muss man sagen. Das weiß nicht, wie Sie zu der Einschätzung kommen, aber mein Eindruck ist, das nimmt Fortschritte an. Sie wollen sich erst nach dem Sonntag damit beschäftigen, ob Sie die Regierung auch an der einen oder anderen Stelle nachjustieren. Habe ich das richtig verstanden? Das ist eine Fangfrage, Herr Fellner. Wie schaut es denn mit Neuwahlen aus? Wird es im Herbst 2017 Wahlen geben oder Sie haben es schon am Anfang der Sendung gesagt, wollen Sie ganz ausdienen bis Herbst 2018? Und dann die Frage, da sind Sie ein bisschen anderer Meinung als Ihr Außenminister, verträgt sich ein EU-Vorsitz Österreichs mit einer Wahl? Also ich gehe davon aus, dass beide Seiten den Koalitionsvertrag ernst nehmen. Die Legislaturperiode endet im Herbst 2018. Natürlich ist das keine alltägliche Situation mit dem EU-Ratsvorsitz. Nur Österreich hatte das letzte Mal den Rat, da gab es noch eine andere Struktur. Da hat es noch keinen Ratspräsidenten gegeben wie den Donald Tusk. Da haben diejenigen, die den Vorsitz geführt haben, eine wesentlich größere Herausforderung gehabt. Heute wird das Geschäft, das Operative, in Wahrheit vom Ratspräsidenten und seinem erheblichen Mitarbeiterstab gemacht. Das heißt, die Belastung für Österreich wird nicht dramatisch groß werden. Und deshalb bin ich der Meinung, dass das kein Grund sein sollte, um da vorzeitige Neuwahlen vom Zaun zu brechen. Wer steht jetzt im Regen? Der frühere Verteidigungsminister Tarabosch, weil er diesen sehr eigenartigen Vergleich geschlossen hat, der sich jetzt offenbar schlechter herausstellt? Oder die ÖVP, weil sie diesen ganzen Deal geschlossen hat, der sich als noch schlechter herausstellt? Also das Tragische ist, dass leider die österreichischen Steuerzahler und Steuerzahlerinnen im Regen stehen. Und um die haben wir uns zu kümmern. Und ich bin der Meinung, man soll das verfolgen, man soll das aufklären. Und zwar völlig losgelöst von der Frage, welche Partei oder wer wo was getan hat. Man muss nur eines dazu sagen, der ursprüngliche Kauf, da wissen wir schon, wer den getätigt hat, in welcher Ära das passiert ist.